Jo, Leute, was geht? Euer Shizufuzu hier. Und wir spielen wieder mal eine Runde Dota Auto Chess. Ich hab's gerade noch so geschafft, die Aufnahme zu starten und unsere erste Figur zu setzen. Bisschen hektisch noch, aber alles easy. Jetzt gehen wir auch erstmal auf unseren neuen Kurier. Mal schauen, was wir da kriegen. Okay. Imp, okay. Hooray. Können wir den ausrüsten hier schon? Nö. Okay, jetzt aber gespeichert auf jeden Fall. Wir kriegen noch einen Tast. Und den hier nehmen wir mit. Damit wir vielleicht noch einen Warrior-Bonus aufbauen. Mit der Hand, die will ich halt nicht weit. Mit der können wir nicht so viel anfangen. Bin auch wieder auf Knight 8 hoch. Oh, jetzt haben wir ihn doch noch ausgerüstet. Oh, der ist ja bescheuert. Guckt ihn euch an. Okay, das ist ein richtiger Waluigi oder irgendwie sowas. So wird auch Waluigi laufen. Auch gut. Naja. Wir nehmen das, was wir kriegen können, ne? Eigentlich recht schade. Hätte gerne noch was Besseres gekriegt. Aber naja. Das nehmen wir so hin und schauen mal, wie es weiterläuft für uns. Hoffentlich kriegen wir noch einen Knight. Knight sei schon Warrior. Ja, mal schauen. Und wir kriegen zwei Chaos Knights. Hätte ich immer nicht das Wort Knight im Mund genommen. Ja. Ja. Nächste Runde holen wir uns dann noch ein. So. Weil wenn man schon zwei Chaos Knights zieht auf einer Hand, die muss man mitnehmen. Aber ich wollte ja auch noch nichts verkaufen, weil ich mir noch nicht sicher bin, was wir alles genau spielen wollen. Da wir jetzt vier Gold kriegen, kann ich die beiden gleich noch kaufen. Erstmal, vielleicht gehen wir ja noch Demon Hunter. Na, schauen wir mal. Wenn man alle Demons vielleicht aufs Feld kriegt, wäre auch mal cool. Und so ziehen wir ja gerade auch. Also von daher ist das auch sehr schön. Ja, gibt hier noch ein paar Items. Sehr schön. Sehr schönes Early-Item hier. Auch, lol, wie viele Rüstungen wir hier kriegen. What the fuck ist los? So, dann gib uns schon mal den Chaos Knight. Und die nehmen wir auch mal mit. Und dann nehmen wir ihn doch erstmal, oder? Wartet mal. Wir nehmen ihn runter, stellen ihn mit hin. Geben ihm mal das hier. Ihm mal das hier und ihm mal das hier. Und schauen mal, was wir so in der nächsten Runde kriegen. Wir haben jetzt halt keine richtigen Stat-Bonis. Ich weiß halt nicht, ob ich das hier schon ausrüsten soll. Also krass ist es halt nicht, aber. Ah, komm. Hier nimm. Können vielleicht doch noch helfen. Wir sehen es ja. Okay, der hat zwei Tinies und Enchantress. Wenn wir das verlieren, dann glaube ich nicht an unser Feld. Enchantress ist schon eigentlich not bad. Ah, die wird kein Mana kriegen durch unseren Anti-Mage und zwei Tinies. Tinies Bullshit. Ja, sehr schöne Runde für uns. So, den nehmen wir erstmal mit. Weil noch haben wir dann den Knight-Bonus mit dem Chaos Knight aufgebaut. Ich würde halt gerne jetzt noch einen ziehen. Das wäre natürlich richtig heftig. Na, wer fightet dann noch? Der ist auf seinem Feld fertig. Naja, da hat er auch übel verloren. Oh, sehr viele Goblin-Spieler oder was? Sehr, sehr viele Goblin-Spieler. Okay, da werden wir nichts von kaufen von den Goblins. Können natürlich anderen ihre Goblins wegkaufen, aber es lohnt sich im Moment für uns nicht. So, oh Leute, nee, wir können ihn ja stehen lassen. Sehe ich ja jetzt erst. 11, 11 und 11, 3er, 11 Bonus. Also kommst du erstmal runter und du mit drauf. Dann haben wir den Elfenbonus, den Knight-Bonus auf den beiden hier. So. Ja, das sollte erstmal gut laufen. Jetzt haben wir ihm halt hier den hier gegeben, aber ist nicht so schlimm. Es wäre nicht ganz cool, auch wenn man die Items rausnehmen könnte. Oh, ein Enchantress 2, aber unser Anti-Mage geht direkt ran. Ah, der stirbt doch direkt. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, hier noch was vorher rauszunehmen, bevor die ultet. Wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ja, sie hat noch Ulti rausbekommen, aber sie stirbt halt instant, das ist gut. Dann wird sie sich nicht weiter healen können halt. So, der ist auch wichtig zu killen, den Drawranger, den sollten wir eigentlich machen. Der ist ja jetzt nicht hier das Wahre. Sehr schön. Sehr schöne Runde für uns. Dann nehmen wir ihn erstmal mit. Wie gesagt, wir können ja hier so verkaufen, wie wir wollen. Könnten jetzt auch den 3er Warrior Bonus holen, was uns nichts bringt.
Vielleicht leveln wir nächste Runde sogar schon mal auf. Ich bin gerade am überlegen. Okay, das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, so. Furion 2. So, wenn man besser ist, der Treant 1. Würde ich mal behaupten. So, komm du mal zurück und stell du dich hin. So, dich und dich weg. Obwohl, Moment. Ja, wir leveln auf. Setzen noch einen Chaos Knight hin. Er ist ja auch Elfe für die. Und wenn wir jetzt die Runde halt gewinnen, kaufen wir den Anti-Match. Wenn wir verlieren, haben wir halt Pech gehabt. Oder nee, wir haben kein. Also wir werden auf jeden Fall dann was verkaufen. Aber ich wollte schon mal aufgelevelt haben. Ja, gegen drei der drei Einheiten auf Feld. Er hat sogar vergessen, den vierten zu setzen. Oder er wollte halt unbedingt auf seinem Feld Losing Streak gehen. Also das werden wir auf jeden Fall gewinnen. Ja, der Purion beschwört jetzt halt auch gut. Auf Stufe 2 kann man halt im Early noch was mit ihm anfangen. Zack, nächster Anti-Mage. Ja, wenn man Demons wirklich gehen könnte, wäre ganz cool. Weil die Knights, finde ich, fallen im Late-Game zu stark ab. Irgendwie gefallen mir die dann nicht mehr so. Deswegen, da müssen wir mal schauen. So. Aber hier sind auch wieder die Ränge sehr interessant verteilt. Nur einer ist besser als wir vom Rang her. Das heißt, wenn wir gewinnen, kriegen wir wahrscheinlich gar keinen Uprank. So, natürlich ziehen wir sie. Ja gut, wir kaufen erstmal. Kaufen ist ja nicht so schlimm. Und in zwei Runden leveln wir wieder hoch. Leider ziehe ich nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Also es ist gut, dass wir schon alle Druiden haben, bis auf den Lone Druid. Ah, und der zweite Demon Hunter fehlt uns, ne? Und der wäre wichtig. Der zweite Demon Hunter wäre wichtig, aufs Feld zu bringen. Da könnten wir sie noch mit aufs Feld bringen. Wäre auch stark. So, haben wir halt nur ihn. Und die countern sich halt nicht gegenseitig aus, weil es dieselbe Figur ist. Also die haben beide ihren Demon-Bonus. Das ist halt das Starke daran. Oh, schon wieder gegen den. Aber unser Anti-Mage war diesmal viel besser. Wir haben halt auch einen Furion, so wie er, deswegen. Der kriegt keine... Doch, er hat noch eine Ulti bekommen. Schade eigentlich. Aber unser Furion setzt auch gleich noch so ein Viech hin. Und dann sollte eigentlich alles easy sein, weil sie hittet beide auf einmal. Oh ja, genau. Sehr schöne Runde für uns. Wir bleiben bei unserer Winning Streak. Obwohl wir mal eine ganz andere Taktik fahren, die ich so noch nie richtig gespielt habe. Über Elfen und Knights. Weil Elfen finde ich nicht so stark, eigentlich. Und die finde ich auch total Bullshit. Deswegen, ich habe erst überlegt, ob ich ihn nehme für einen Assassinen-Bonus, aber da gibt es bessere. Gibt es ja die Phantom Assassin, die ist glaube ich auch Elfe. Templar-Assassin ist glaube ich auch Elfe. Und hier haben wir den letzten Demon Hunter schon mal. Aber bevor wir den kaufen, kaufen wir sie. Zack. Kaufen ihn, leveln nicht hoch. Ich würde ihn aber schon mal gerne hinsetzen wollen. So, jetzt haben wir unsere beiden Demon Hunter. Ja, ich habe auch den richtigen weggesetzt. Sehr schön. Ich überlege gerade, ob ich den aber dann möchte mit einem Undead-Bonus später. Weil jetzt im Moment... Nee, der bringt uns gar nichts. Der ist halt auch Elfe, ne? Ja, komm. Komm her zu uns. Dann kriegen wir noch die Dragons voll. Joa. Schade, dass er seine Ulti nicht rausbekommen hat. Oh, das wird ganz schön knapp. Ne, das verlieren wir. Uncle Ben, ey. Der Bishop hier. Der hat uns abgezogen. Jetzt schade. Wir hätten jetzt eine richtig gute Winning Streak aufbauen können. Dann fangen wir jetzt halt einfach wieder von vorne an. Ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall leveln wir jetzt auf 6 hoch. Und dann wieder die Winning Streak aufrecht zu behalten oder wieder halt hochzuziehen. Wir müssen was ja machen. Ich würde gerne meinen letzten Anti-Mage ziehen. Da ist die letzte Queen of Pain. Sehr schön, dann lassen wir sie halt auf dem Feld stehen. So. Das ist doch schon mal schön. Dadurch, dass wir die beiden Demon Hunter haben, ist halt so, dass alle unsere Demons ihre Stärke behalten. Also, dass das hier nicht geprockt wird, dass wir halt mehr als einen haben. Deswegen können wir ruhig beide stehen haben. Ihn ja auch, er ist ja auch Demon. Das Problem ist, dass wir nichts richtig hochgelevelt kriegen und nur die Queen haben. Und ja, da müssen wir jetzt mal schauen. Ich finde die Strat auch eigentlich gar nicht so geil. Ich glaube, sie macht den Goblin. Das wäre jetzt komisch, wenn nicht, weil das ist eine Stufe 1 Einheit. Sie ist eine 2er Einheit. Auch wenn die Goblin Bonus haben, aber das wird ja auch nur auf einen zufällig geprockt. Sehr schön. Ja, von den Sachen. Wenn dann den Razor, weil der Razor ist not bad, ne? Aber wir gehen auch. Ich finde auch gut, dass wir Elfen gehen und 0 Mages, glaube ich, haben.
Weil man, eigentlich kombiniert man das ja auch, glaube ich, ganz gerne. War das nicht Elfen und Ma nee, man war Human Mage. Ups. Ja, genau. Ups, da habe ich mich gerade vertan. Humans mag ich halt auch nicht so. Das sind halt so Human, Mage und Elfen sind halt so die Sachen. Und Knights ist im Moment bei mir auch nicht so hoch angesehen. Das sind so die Dinger, wo ich mir sagen, die Commerce möchte ich nicht ausspielen. So. Ein Kung, ein Chaos Knight auf jeden Fall. Hier noch einer. So, der Kunker, den nehmen wir mit. Und tauschen den gegen, gegen die Luna. So. Genau, okay. Das ist gar nicht so bad, glaube ich, unser Feld jetzt. Shadowfiend fehlt uns halt, ne? Jetzt haben wir die Demons da. Shadowfiend kriegen wir nicht. So, jetzt hat er leider den Knight-Bonus nicht mehr, sehe ich gerade, aber er ist eben auf Runde. Obwohl das Schiff ja auch nicht so bad ist. Saphurion könnt ihr auch noch ein bisschen spawnen. Das Schiff kommt sehr gut für uns. Nehmen wir ohne gut zu überstehen. Oh, ein Ring of Health. Was haben wir damit? Achso, damit haben wir auch das hier gebaut. Nicht, dass wir es gleich nochmal kriegen. So, die Items. Ich gucke gerade. Ich glaube, unser. Wie heißt der? Terrorblader. Der braucht noch ein paar Items, damit der sich immer verwandeln kann. Weil nur mit seiner Verwandlung finde ich ihn wirklich stark hier. Ja. Und der wird halt ein Ranged-Kämpfer. Ah, der hat mehr Damage und alles. Also ihn auf Stufe 2 hätte ich gerne. Die Crystal Maiden. Warum ziehen wir die? Also wir nehmen sie erstmal mit in der Hand dann. Weil sie stört gerade nicht. Also eigentlich ja ungern, aber wenn wir sie einfach mal so oft ziehen, dann nehmen wir sie halt erstmal mit. Leider. Bei viel können wir damit nicht anfangen. So, den Knight-Bonus kriegen wir halt nicht. Haben wir überhaupt Elfen-Bonus? Ne, den muss ich rausnehmen. Besten für. Aber dann ist Undead. Wir brauchen noch den Necrophos oder den Lich. Ich glaube, den können wir den. Da, wo der Lich ist, Mage. Ja, wir müssen mal gucken, was wir machen. Oh, schönes Kunkerschiff. Das war sehr stark. Das hat uns hier den Arsch nochmal gerettet, glaube ich. Kunker ist halt auch so strong. Ich würde halt zwar auch gerne einen Templar ziehen vielleicht, aber. Oder halt endlich mal meinen Shadowfiend. Weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht wirklich einen Shadowfiend gesehen, ne? Gegen was wir so gekämpft haben. Hat nicht wirklich jeder. Oder hat nicht wirklich einer. Komisch. Kommt bestimmt noch auf. Oh, da ist der letzte Anti-Mage. Ja. So, dann nehmen wir ihn erstmal nochmal runter. So, dann nehmen wir ihn mit und ihn mit. Sie will ich eigentlich nicht mehr, aber wir behalten sie erstmal noch. Stört halt uns nichts, ne? Ich weiß nur, dass ich nächste Runde hochklicken muss. So, jetzt haben wir wenigstens den Knight-Bonus. Den würde ich halt gerne hochkriegen. Sie würde ich eigentlich nicht mehr so gerne spielen. Assassinen würde ich gerne 3 Stück aufs Feld kriegen. Ja, am liebsten hätte ich dann noch einen Shadowfiend. Dann den Necrophos, der ist Warlock. Und dann müssen wir so einen dritten Warlock holen. Müssen wir mal schauen. Jetzt interessiert es mich auch mal, wer hier den besten DPS auf hat. Er hat seine Ulti. Sehr schöne Kunker-Ulti. Das reicht nicht, ne? Der macht uns, der Uncle Ben. Ist der Einzige, der uns hier macht. Von allen. Schade eigentlich. Ja, such dir einen Fokus aus hier. Ja, Knight-Bonus vielleicht nochmal. Na komm, Knight-Bonus, Knight-Bonus. Ne, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Easy. So, ich muss jetzt unbedingt hochklicken. Ah, die Crystal Maiden ist halt Bullshit, würde ich sagen. Ja, komm, die hauen wir weg, oder? Was muss man dann? Da müssen wir noch mehr weghauen. Dann hauen wir die Luna raus. Und ihn erstmal wieder. Klicken hoch. So. Was setze ich denn jetzt noch dazu? Erstmal ihn, würde ich sagen. Einfach nur, damit wir jetzt halt die Chance haben auf mehr Lila, ne? Musste ich halt jetzt mal langsam machen. Aber dann hätte ich gerne noch einmal. Ich bin ja die ganze Zeit ohne Gold, ne? Also auf Gold gar kein Play. Wir haben halt auch immer unsere Einheiten ungefähr gezogen. Ich würde halt gerne nur die Druiden noch ein bisschen hochkriegen, damit wir vielleicht einen 4-3 haben als Tank oder so. Furion ist jetzt mir nicht so wichtig.
Enchantress 3 wäre vielleicht ganz cool. Loundroid ist halt auch noch ein Beast. Das könnte hiermit gut harmonieren, wenn wir ihn ziehen würden. Dafür hätten wir jetzt halt auch das Setup. Er hat bestimmt gut Gold gesammelt, ja. Das haben wir halt nicht gemacht. Und er macht uns trotzdem, ne? Das nur mal so nebenbei. Natürlich kommt jetzt auch die Luna wieder. Mhm. Dann kaufen wir sie erstmal wieder und ihn auch erstmal. Auch wenn ich Empyrean 3 nicht wirklich befürworte. Ja, weil verkaufen, sodass wir einen Interest-Bonus kriegen, wollte ich auch nicht. Deswegen machen wir das so. Ja. Die Humans kommen uns halt immer wieder entgegen. Alina bin ich nicht so ein Fan von. Omnina halt, ja, okay. Christian Maiden finde ich halt auch Bullshit, deswegen haben wir sie sofort wieder abgegeben. Ist halt alles so eine Sache für sich, ne? So. Wir hätten gerne noch ein paar Terrorblader. Anti-Mage haben wir ja schon mal auf 2. Das ist gar nicht so bad. Und ja, Loundroid mussten wir halt unbedingt ziehen, damit wir dann unsere ganzen Droiden hochziehen können. Trient Protector bräuchten wir auch langsam noch ein. Sehr schön, wir haben jetzt auch wieder eine hohe Winning Streak. Hauptsache, wir müssen nicht gegen den Ben ran. Auch ein lustiger Tipp. Kann man dann sich wirklich so dann nennen, das Bild dazu machen. Ah, der heißt doch nicht Norb, oder? Mit dem Bild. Das wäre jetzt auch noch lustig. So, also so viele Zen Kings, wie wir kriegen, hätten wir schon eine Stufe 7 gehabt. Wirklich. Das ist echt lächerlich. Jedenfalls unser Kurier auch lächerlich. Derzeit drauf. Ich weiß nicht. Irgendwie ist der komisch. Weiß nicht, ob ich ihn spielen soll oder diese Yuma oder Yumo oder wie sie heißt. Er hier ist eigentlich sehr lustig. Die andere sieht halt, finde ich, cool aus, aber er hier ist einfach lustig. So. Ich glaube, das sollten wir eigentlich machen. Wir haben halt den Kunker für den CC. Und die Knights, die sind halt schön tanky. Ja, er heute ist. Ah ja, er macht das. Er hat Bock. So. Wer braucht denn hier noch Items? Oh, eine Chain Mail. Jetzt gehen wir erstmal ihm. Und das nächste Rüstungs. Oh, ne. Oh, wir gegen hier magischen. Für magischen Schaden hat er sogar. Zack. Und Tanky muss auch der Anti-Mage noch ein bisschen werden. Ja, sehr schön. Wir kriegen gute. Oder wir kriegen viele Items, aber. Gar nicht so viele gute, das würde ich eher sagen. Wie viele Chainmates haben wir bekommen? 2, 3, 4 und das hier ist auch noch eine drin. 5, ne, hier, ne, 4 nur. 4 Chainmates bekommen, ne? Hier haben wir keine auf der Bank, oder? Das wäre es ja jetzt noch. Also ich hoffe, wir gewinnen die nächste Runde, um auf 20 Gold zu kommen. Ansonsten muss ich die Luna wieder abgeben. Ja, von den Sachen hier brauchen wir nichts. Er ist halt ganz cool, aber Elemente jetzt wollen wir auch nicht mehr gehen. Assassin weiß ich nicht, ob ich da wirklich noch so viel kriege. Templar-Assassin hätte ich halt gerne. Wir müssen mal schauen. Ich hoffe, die Runde gewinnen wir auch easy. Ja, der hat auch weniger Einheiten als wir. Das wäre traurig, wenn nicht. Ja, das Schiff kam ganz schön spät, aber trotzdem hat es noch gesessen. Wir ziehen halt auch keine Demons mehr, ne? Das auch mal so nebenbei. Jetzt kriegen wir aber den Interest-Bonus. Wir haben diese Winning-Speak. Er hier hat halt Erdbock. Ah, er hat auch Shadow Fiends, okay. Ja, der klickt auch nur noch hoch wahrscheinlich jetzt. Der wird der Erste sein, der halt dann wahrscheinlich auch die Legis kriegt. Gab es bei den Legis eigentlich irgendwas Interessantes für uns jetzt? Der Undead Lich, ne? Ah, da ist die Templer. Sehr schön. Aber dafür kriegen wir jetzt halt den 30er Interest nicht. Hm, möchte ich... Knights haben wir so. Elfen haben wir. Wie viele? Eine Elfe... Nur eine Elfe haben wir stehen. Ihn könnten. Ah, nee, das hier lohnt sich nichts auszuwechseln. Ich habe gerade überlegt, den Kunker gegen sie zu tauschen. Aber Assassin-Bonus haben wir dann auch noch nicht. Ah, die Phantom Assassin bräuchten wir vielleicht nochmal. Ah, die habe ich ja leider wieder aufgegeben. Nur Templer muss man halt mitnehmen, ne? Ist halt ganz klar. Und den Terrorblader ziehen wir irgendwie auch nicht mehr. Schade eigentlich. Oh, das Schiff kommt sehr stark. Ich glaube, das hat uns ein bisschen den Arsch gerettet in dieser Runde. Hätten wir das, glaube ich, vielleicht sogar verlieren können. Da aber er hier schon seine Ulti raus hat und da hinten steht, sollte er hier eigentlich einen guten DPS mithauen. Der Chaos Knight 2 finde ich auch sehr stark. So, und Tree End könnten wir auch nochmal ziehen.
Da den wenigstens schon mal auf 2 kriegen, wenn wir ihn dann irgendwann mal hinsetzen wollen. Lone Druid führt uns halt auch noch, ne? Ah, ist ein Terrorblader. Der ist sehr wichtig, sehr wichtig, sehr wichtig. Machen wir so. Ich hoffe, wir haben noch mal ein bisschen Glück auf die. Ein Ab fehlt uns dann noch. Ein Abaddon fehlt uns. Ein Tree End hätte ich auch noch gerne. Ein Furion wäre auch okay. Ein Enchantress wäre auch okay. Dann vielleicht danach ein Lone Druid irgendwann. So, dass wir da vielleicht noch was auf 3 kriegen. Weil erst mal, dass wir 2 Zweier haben und dann die auf 3 ziehen. Am liebsten halt die Enchantress. Die würde ich gerne auf 3 schon mal auf dem Feld haben. Ich überlege gerade, ob ich sie runternehme für die Templer nächste Runde. Weiß nicht, wie gut die ist im Moment. Ich glaube nicht so gut wie eine Templer. Ah, hier könnten wir jetzt verlieren, wie es aussieht. Immer noch nicht so wohl. Weiß nicht, der Terrorblader hat seine Ulti rausgekickt. Ich glaube, der macht genug Schaden, um uns hier zu carryen. Ja, er hat halt eine Templer stehen, aber unser Anti-Mage macht sein da sozusagen. Sein Treant hat sein Treant, sagst du, unseren Furion hat ein bisschen genervt. Aber unsere sollten die Templer machen, hoffe ich. Ja, das sieht sehr schön aus. Er hat noch geultet. Oh. Ah, die Templer-Ulti, ne? Ah, doch, nee, sie ist tot. Sehr schön. Unsere Winning Streak geht weiter, das ist wichtig im Moment, damit wir viel Gold kriegen wieder. Wir müssen ja auch irgendwann mal auf 50 kommen. Er ist bestimmt schon Stufe 8. Ja. Oh, das ist unser Shadow Fiend, den ich erhofft habe. So. Den geben wir jetzt auch noch. Das hier ist sehr gut für uns. So. Ich glaube, ich setze ihn auch hin für sie hier. Anstatt die Templar Assassin. Ihn hier 2 zu haben, ist halt sehr stark. Shadow Fiend hat einen guten DPS. Der Chaos Knight hat einen guten DPS, unsere Queen auch. Wir haben halt keinen richtigen Tank im Moment stehen. Und da hätte ich gerne einen Treant 3. Oder ein Lone Druid. Oh, der hat einen Shadow Fiend 2. Ich könnte natürlich verheerende Folgen für uns jetzt haben. Unserer setzt eine schöne Ulti rein. Ah, also zieht seiner noch Ulti durch? Ja, leider. Der hat halt. Oh Leute, der Kunker. Die Ulti. Chaos Knight, go, du schaffst das. Ja, nee, das macht er nicht. Schade. Haben wir mal wieder eine Runde verloren. Aber wir sind so langsam in Richtung 50 Gold. Aber wir sind jetzt auf 50 Gold, deswegen ist okay. Und die, wir haben halt noch über 90 Leben. Die anderen hier kämpfen wirklich hier um den Abstieg. Der einzige, der uns im Moment ein paar Probleme macht, ist unser 100 Leben Uncle Ben. Der hat aber sein Shadow Fiend auch zum Glück noch nicht auf 3. Level 8 ist er auch noch. Okay. Wenn wir jetzt Level 50 sind, wollen wir natürlich auch Richtung Level Dings gehen hier. Gerade so dumm ist zu sagen. Gib mir eine Sekunde. Richtung Level 8 wollen wir jetzt gehen oder 9. Müssen wir halt holen. So, die Queen of Pain nehme ich nicht mit, aber eh nur den Abaddon. Der muss halt dran glauben jetzt. Der Knight-Bonus, den hätte ich halt gerne noch auf ihm, aber eigentlich müssen wir es so machen. Dann fehlt uns halt noch eine Assassin. Hm, wir verkaufen den nochmal und nehmen ihn mit. Na gut, jetzt ist eh Mob-Runde. Wie gesagt, wir haben halt keine richtigen Tanks, wir wollen halt schnell durchschnitzeln und das ist unser Problem. Deswegen eine Assassine wäre dann noch schön. Wenn wir unsere Tanks nicht zusammenkriegen. Oh, zwei. Oh, eine Blade Mail. Ah ja, nimm du das mal. Hier, da fehlt uns dann nur noch was. Der Hyperstone, okay. Und Blink Dagger. Wer muss unbedingt in deren Backline? Die Templar springt da eh rein. Der Chaos Knight, weil wir den in deren gegnerischen Backline haben. Jetzt kommt da nicht wirklich noch ein Anti-Mage, oder? Ah, wir rewollen einfach mal die Hand. Ich hoffe ja einfach mal darauf, dass wir mal endlich was ziehen. Oh ja. Die Hoffnung stirbt halt zuletzt. So. Wir brauchen irgendjemanden, der sich da noch vorstellt. So. Oh, da ist die Phantom Assassin. Die würde ich gerne auf 8 hinsetzen. Und der Blink Dagger geht eindeutig auf ihm hier, glaube ich. Weil er ist auch unser Tank, er kann schön innen rein. Schön mit den anderen zusammen. Er sollte eine schöne Ulti kicken jetzt. Ja, sehr gute Ulti. Der Kunker setzt auch eine gute Ulti. Nur deswegen haben wir gerade eine Chance. Ansonsten würden die uns noch schneller hier K.O. hauen. Aber okay, macht er trotzdem. Der haut uns trotzdem um. So, was verkaufe ich jetzt? Die hier. Weil wir müssen die auch noch setzen. Kaufen ihn noch. Ich glaube, das war klug. Weil die Queen of Pain weiß ich nicht, ob wir die auf 3 kriegen.
So, ein Anti-Matcher, die hat auch gerne 3. Jetzt können wir die Runde vielleicht auch noch hinkriegen. Den Terrorblader kriegen wir wahrscheinlich nicht 3. Die Druiden nehmen halt sehr viel Platz unten weg. Und die ziehen wir auch leider nicht mehr. So ein Laundrid lohnt sich gerade im Moment auch nicht. Der wird auch nur noch mehr Platz wegnehmen. Ja, der Furion stört langsam auch. Ich liegt gerade auf, wie der Furion einfach weghaue, weil den will ich eh eigentlich gar nicht spielen. Aber wer spielt denn da so lange noch? Ah ja. Eine Enchantress 3 natürlich. Okay. In den Sachen wollen wir nichts haben. Wir leveln einfach mal weiter. Wenn wir Level 18 sind, haben wir ja noch einen Slot mehr. Dann können wir sie stellen. Dann haben wir hier Elfe, Elfe, Elfe. 3 Assassins haben wir dann auch, wenn wir sie stellen können. Joa, ich überlege gerade, den Kunker brauchen wir auf dem Feld. Du kommst mal nach hier, du nach da. Joa. Wenn er halt hier noch seinen Item zusammenkriegt, wäre er richtig stark. Gerade auf dem Terrorblader ist das, glaube ich, sehr klug, weil er halt auch viel DPS hat und halt auch immer angegangen wird. Und ja, Nahkämpfer und Range. Den kann sich alle versammeln hier. Das hier sieht sehr lustig aus. Ich glaube, unser Shadow. Hat unser Shadowfiend das mit gecarried? Ah, ich weiß das noch nicht. Na, komm, Bellati und den jetzt auch da. Sehr schön, die Runde gehört wieder uns. Das ist gut, da ist schon einer raus. Leider habe ich nicht geguckt, was der so hatte. Was hat der hier so? Der Trolle gekauft auf jeden Fall. Okay. Der hat noch Shadowfiends in der Rückhand. Okay, da sind schon mal zwei Sachen, die ich gerne hätte. Den Anti-Mage und die Enchantress. So, dann fehlt uns noch der Lone Druid halt. Das wäre schön. So, dann setzen wir mal ihn drauf und ihn drauf und ihn zurück und ihn zurück und sie drauf. Ihn drauf und ihn zurück und sie zurück. Jetzt haben wir es ein bisschen geordnet. Zwar noch nicht hundertprozentig, aber halt ein bisschen. So, nächste Runde können wir dann zu Ende gehen, da in die Richtung. Möchte ich noch Shadowfiends kaufen? Vielleicht kriegen wir den, wenn er hier raus. Ne, doch, wenn er rausfliegt, der hat einen Shadowfiend. Der hat noch Shadowfiends. Ah, da können wir vielleicht auch noch einen Dreier aufbauen. Und das können wir ja mal probieren. Auch wenn ich es glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, aber wäre halt lustig. So, der Shadowfiend steht gut oder der Terrorblader hat das überlebt. Die wichtigsten beiden, die machen das jetzt auch. Sehr schöne Runde für uns. Und dann gehen wir jetzt nochmal ein Level hoch, setzen unsere Level 1 Phantom Assassin. Leider. So. Ah, da ist leider auch wieder nichts dabei. So, dann rerollen wir einfach nochmal. Da ist noch ein Furion. Ja, Furion ist jetzt halt nicht so mein Hauptfokus, aber. Naja. Ja, der Tree-End, den wollte ich ja haben. Den Necrophos hätte ich auch immer mitnehmen können, aber da wir kein Undead mehr haben, wollte ich das jetzt auch nicht mehr. Ja, er hat 3 Shadowfiends gehabt, er leider gar keinen mehr. Ich glaube, er hatte aber welche. Ich glaube, die hat er verkauft. Ja, da hätten wir vielleicht noch wirklich eine Chance auf einen Dreier. Kaufen wir einfach mal weiter. Oh, der Shadowfiend hat eine sehr schöne Ulti gemacht. Die ganzen Templar-Szenen, die überall gegeneinander kämpfen, sind auch immer sehr interessant. Ja, die Runde hin war auch bei uns auf dem Feld. Ah, okay, der Ankerbind hat uns auf seinem Feld übelst terminiert. Okay, der hier ist down, der ist raus. Das ist gut für uns. Noch sind wir jetzt weiter, ne? Alter, unser neuer Kurier ist auch so lächerlich, ey. Ich komme hier nicht drauf klar, wirklich nicht. So, wer kämpft denn da noch so lange? Hier unten? Ach ne, oben. Ah ja, das ist der nächste raus. Sehr schön. So. Ich glaube, wir müssen hochleveln. Dass wir Richtung Level 9 gehen. Wo ich am liebsten rerollen würde, aber nee, das machen wir nicht. So, er hat halt die Goblins, ne? Und Orks hat er auch. Ah, kein schlechtes Feld hat er an sich von Einheiten. Ah, ein Kunker 2 tut halt weh. Wie sieht's denn bei ihm aus? Der spielt auch, die spielen ja alle Goblins, das heißt, wenn einer oder 3 Goblin-Spieler sind nicht gut für uns. Wenn dann 2 davon rausfliegen oder einer, dann werden die anderen beiden so stark. Ja gut, Harpien sind eh freie Runde, ne? Ein Hyperstone könnten sie gerne noch abdrücken. Oh, gar nichts bei den Harpien bekommen. Auch okay. Ich dachte, man kriegt da eigentlich so gut wie immer was.
Eine 25 und der hat die 100 Leben noch, ne? Mit seinem Goblin-Quatsch. So. Oh, noch eine Templar-Assassin. Ja, den Purion können wir langsam aufgeben. Den Platz gönne ich mir dann doch lieber hierfür. Guck mal, vielleicht ziehen wir jetzt noch einen, ne? Natürlich kommt Purion gleich wieder, ne? Der denkt sich so, nee, so können wir es nicht spielen. Da ist er. Sehr, sehr gut für uns. Sehr, sehr gut. So. So. Hiervon möchte ich nichts haben. Oh, doch, den Treant hätte ich gerne gehabt. Ah, da ist er ja schon wieder. Okay. Machen wir es so. Dann können wir den gleich noch hochziehen. Der Laundroid, der fehlt uns halt komischerweise. Ja, die Enchantress möchte ich eigentlich nur noch einen Treant 3 aufs Feld kriegen, ne? So wie ich das sehe. Unser Kunker ist so eine gute Ulti. Und auch pünktlich. Pünktlich im Rahmen. Ja, das sieht gut für uns. Da ist der nächste raus. Ja, komm. Geh mal weg hier. So. Hoffentlich ziehen die anderen die dann eher und nicht ich. Den Treant können wir jetzt hochziehen. Oh, noch einer raus. Den haben wir rausgekickt. Sehr schön. Ja, natürlich kommt die Enchantress gleich wieder. Also ein Laundroid und Treant hätte ich halt gerne noch aufs Feld bekommen. Oh lol. Hallo. Hallo. So. Ein Reroll gönne ich mir mal. Da ist er. Oh. Ah, schaffen wir das noch? So. Sehr schön. Jetzt nur noch ein Treant 2 und den Laundroid 2. Da ist gleich der nächste. Ah, dann rerollen wir gleich nochmal weiter. Falls wir jetzt noch einen sehen, können wir den gleich safen. Natürlich sehen wir gar nichts außer ein Anti-Mage. Ah, den nehmen wir mit. Oh, wir kriegen von ihm richtig auf die Fresse hier. Aua. Aber er hier ist... Ah, da kämpfen wir gegen ihn. Wir machen ihn, glaube ich, sogar. Wäre schön. Dann verliert er noch ein paar Leben. Hauptsache, wir werden dann Zweiter, aber der macht die 100% Runde, ey. Heftig. Wir haben halt, bald Level 9. Möchte ich einfach Level 9 klicken und dann rerollen? Ja, ne? Okay, fuck, ich hab mich verrechnet. Egal. So. Könnte natürlich auch noch in Doom gehen. Und weiter rerollen. Wir rerollen uns jetzt tot. Da ist noch eine Queen, mit der wir 0 anfangen können. Das ist der letzte Laundroid. Laundroid 3, Laundroid 3, dann verkaufen wir ihn und nehmen ihn mit. So. Jetzt haben wir Laundroid 3 auf dem Feld. Dann sind wir eigentlich fast schon wunschlos glücklich. Dann kommt es halt darauf an, wie weit wir noch kommen, ne? Muss er gegen. Ja, er verliert ja auch hart. Sehr schön. Also Zweiter sind wir. Das haben wir uns schön gesaved, den zweiten Platz. Oh, in dieser Runde haben wir dann den Laundroid 3. Anti-Mages hätte ich dann gerne noch. Ja. Zack und zack und zack. Ich glaube, den Treant hätte ich gar nicht mehr so gerne. So, dann zack und zack und zack. Hallo. Geh du auch weg. Euch kaufe ich. Und dann rerollen wir nur noch. Alles, was wir so spielen, kaufen wir jetzt einfach mal. Dann entscheiden wir am Ende, was wir noch upgraden. Ja. So, den auf Fan kaufen wir hier nicht. Saven uns auch nicht. Ja, so langsam aber sicher wird er uns jetzt wahrscheinlich zerstören, auch wenn wir den Waschbären haben. Aber der springt uns nicht viel weiter. Oh, haben wir ihn besiegt? Nee. Aber fast. Okay. So, mal schauen, was wir jetzt noch so kriegen. Noch ein Chaos Knight. Okay, vielleicht kriegen wir den noch auf 3. Das wäre natürlich ganz cool. Den versuchen wir auf 3 zu kriegen. Auf jeden Fall versuchen wir auch noch den Anti-Mage auf 3 zu kriegen. Oh, noch eine Phantom. Da ist noch ein Terror Blade. Den versuchen wir nicht mehr. Natürlich kommt dann gleich nochmal, wenn ich sage, nee, du nicht. Da ist noch ein Anti-Mage. Ja, komm, du weg und du in die Hand. Hm.
Wir ziehen hier nichts mehr. So, ich werde gerne auch unseren Terrorblade gut ausrüsten. Ah, nicht damit. Ja, das könnten wir wozu machen? Hierzu mit Mithril. Gib mir noch Mithril dann. Wäre ganz cool. Nö, noch so eine Lifestyle-Maske, okay. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir die draufpacken. Da ist der letzte Kunka. Ja. Ach komm, dann kriegst du das hier und das hier auch. Und Lifestyle braucht der Shadow. So. Das müssen wir halt so behalten. Wir müssen halt jetzt mal ein bisschen Glück haben. Für die hätte ich gerne 2. Den hätte ich gerne 3. Da fehlt uns noch ein einziger, ne? Chaos Knight würde ich gerne hochziehen. Er hat halt die Legi-Einheiten nur gekauft, ne? Die carryen ihn halt durch. Die haben wir halt 0 gespielt. Und der ist wahrscheinlich Stufe 10, ja. Und hat bestimmt nur noch genug Gold. Heftig, ey. Das ist heftig. So. Was macht unser Feld hier? Unser Loundwild macht da noch ein... Oh lol, machen wir ihn auf unserem Feld und auf seinem? Auf seinem machen wir ihn nicht. Okay, auf unserem schon mal. Sehr schön. Sehr schön, auf unserem machen wir ihn schon mal. Das ist wichtig. Länger wir überleben, desto besser. Vielleicht kriegen wir unsere Einheiten noch zusammen. Wo ist der letzte Anti-Mage? Das ist so lächerlich. Oder die letzte Phantom Assassin oder die letzten 2 Chaos Knights. Oh, noch ein Techies hier. Der hat aber Bock mit seinen Techies. Weiß nicht, Beasts haben wir leider auch keinen Bonus. Ah, es wird echt schwer noch für uns. Oh, jetzt hat er einen Alchemist 2. Und Enigma 2. Aua. Aua. Nicht schön für uns, nicht schön. Ja. Unser Kunker hat ein schönes Schiff gesetzt. Seiner leider auch. Oh ja, hier verlieren wir gut Leben. Aber wir ziehen halt unsere Einheiten leider nicht. Schade eigentlich. Wir leben zwar noch, aber... Lol, wir haben ihn auf seinem Feld gemacht, oder was? Ah, okay. Komisch. Wie da das Luck irgendwie spielt, I don't know. Wir ziehen es einfach nicht, ne? Wir ziehen unsere Einheiten nicht. Das ist so lächerlich. Nicht mal die letzte Phantom Assassin ziehen war. Obwohl er davon gar keine hat. Und die müsste so oft noch im Pott sein, dass man sie mindestens 3 ziehen könnte. Oder 3 und 2, meistens sind ja so viele wirklich da. Also, I don't know. So 12 Stück müssten insgesamt im Pott sein. Sagen wir, da sind noch 10 Stück drin und wir kriegen keine. Hier die 2, hier den einen. Also eigentlich könnten sie das Spiel langsam mal das gönnen. Okay. Ich glaube, diesmal sieht es besser auf unserem Feld aus als vorher. Weiß das aber. Nee, sieht nicht besser aus. Der Giro macht eine sehr schöne Ulti. Wir kriegen wieder richtig viel Schaden. Ja, er gewinnt jetzt auch aus seinem Feld. Oh ja, das hier tut weh. Mal schauen, jetzt alles oder nichts. Komm, gib mir den Anti-Mage. Komm schon. Da ist der Chaos Knight, ey. Dann verkaufen wir erstmal ihn. So, wem verkaufen wir? Ich würde sagen, ihn hier. Zack. Zack. Wir haben ihn nicht mehr bekommen. Ist okay. Ist okay. So. Jetzt glaube ich das Game vorbei. Sind wir Zweiter geworden, haben ganz schön lange noch überlebt gegen den. Ist in Ordnung. Sehr schönes Schiff. Aber sein Schiff kommt wahrscheinlich auch sehr gut. Ja. Oh, Moment mal. Was geht hier hinten los? Nichts mehr, ne? Ne, okay. Das Game ist GG. Wo es bei ihm auf dem Feld noch knapper war. Schaut euch das an, da haben wir sogar gewonnen. Schade eigentlich. Aber ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. War, glaube ich, eine schöne Runde. Mal schauen, ob wir noch den Uprank kriegen. Na? Ne, leider nicht. Aber danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao.